Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu The Culling. So, wo sind meine Steine? Stein. Ah, ich wusste doch, ich habe dich hier irgendwo hingelegt. So, wollen wir mal gucken. Welch brauche ich und vielleicht noch einen zweiten Stein? Stein. Dame. So. Erstmal ein bisschen Verteidigung am Anfang. Dich machen wir dahin. Jeder, der hier reinkommt und fighten will, wird erstmal direkt mit Blutungsschaden begrüßt. Ab und an ist das ganz lustig, kann man machen. So, Tonfa. Schon mal 10 Fang. Wir gucken nochmal hier drunter. Unter die Treppe. Keine grüne Kiste. Kisti, wo bist denn du? Vielleicht hier in der Ecke? Nee. Okay, einer spielt mit dem Speer. An enemy was just pummeled to death. Fisticuffs for the win. Yeah. Na? Ich höre da links ein. Da ist er. Keine Trap. Und. Was? Du schlägst mich? Jetzt bleib mal ruhig. Du hast meinen Rucksack. Na, hör doch auf. Ey, hör doch mal auf. Du hast meinen Rucksack. Ich will ihn nur wieder haben. Gib her. Dann brauchst du nicht winken. Ich will meinen Rucksack haben. Der zieht voll durch. Na gut. Dann halt auf die Blockart. Und zack. Ich hab doch gesagt, ich will nur meinen Rucksack. Der hat sogar 2. Aber Hauptsache meinen Rucksack haben wollen. Du gehst dich drin umgucken und ich heile mich in der Zwischenzeit, ja? Das ist unser Internet. So. Hi. Body Armor, na gut. Was ist denn dein Problem? Wenn du nicht fighten willst, dann nicht. Ich weiß nicht, ob hier ist doch noch einer unterwegs, oder? In der Hütte. Der craftet sich da jetzt was? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich will ja gegen ihn fighten, aber... Der hat Knuckles. Da ist noch einer. Oben auf dem Dach. Der da. Der Mann im Blau. Was da los ist? It's time to play Loot Express. In 2 minutes, a random package will be delivered to Kappa. Kalkal Airport. Super. Also ich möchte nicht abgesnackt werden, deswegen gehe ich jetzt einfach weg, ja. Also mit dem Dolch muss ich nicht 1 gegen 2 kämpfen. Hätte ich jetzt eine T2-Waffe gefunden, wäre das Ganze ein bisschen anders. Bitte was? Jetzt fightet ihr doch? Oder baust du nur was? Der verprügelt den Boden. Warum? Was baust du? Also. Tut mir leid. Also, das ist jetzt. Jetzt lass mich doch mal kurz. Danke. Ja. So, ich block da nochmal und dann bist du tot. Tut mir ein bisschen leid. Ich weiß ja, wann. Ach nee, ich habe ja Kannibal.
Kalimedismus drin. Ich hab mich ja wieder geheilt. Ich wollte mich gerade heilen gehen. Ja, tut mir leid, ich will ja eigentlich keine neuen absnacken, aber hey, das, die bringen auch Funk. Schwer dich bei den Programmierern. Das ist nicht meine Schuld. So, wir sind ein bisschen spät dran für Loot Express. Aber es gibt so viele Leute, die diese Sachen einfach nicht abholen, weil sie einfach nur ihren eigenen Airdrop haben wollen. Und bis dahin, ich will jetzt nur noch looten, ja? Looten und verkaufen. Bis ich meine Pistole kriege. Und dann mach ich euch alle fertig. Das hatte ich schon so oft. Da spielen Leute mit einem Sword Airdrop oder sowas. Weißt du? Dann komme ich einen Schlag in die Waffe aus der Hand und dann zücken sie ihr gecraftete Axt. Oder ein Hammer, am besten noch. Ich habe hier einen Hammer. Geh weg. Ich habe hier einen Hammer. Eben hatte ich noch eine SMG in der Hand. Nein. Weiß auch nicht, warum Leute mit der SMG spielen. So, bitte. Ja. Er hat zwar 20 Schuss und ist ganz toll, aber wenn ihn möglich... Oh. Das sieht so aus, als ob er nicht wüsste, dass der Airdrop immer oben auf dem Dach landet. Was soll ich sagen? Ach ja, mit der SMG. Er hat zwar 20 Schuss, aber triffst du nichts mit. Mit dem Revolver zielst du, 2 Schüsse ist Feierabend. Naja, 3. Aber da gewinnst du jeden Fight mit. Bitte was? Hier schießt einer auf mich. Wo wir gerade von der SMG reden. Die nehme ich mal mit, würde ich sagen. Da steckt ein Pfeil. Noch einer. Ich bin weg. Tschüss. Geht mal spielen, Kinders. Ich habe hier zu tun. Wo könnten wir denn jetzt noch hin? Oh, ein bisschen Funk. Nehme ich mit. Wir haben gerade den 18er Boost bekommen. Also 18 Minuten Boost. Ah, ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Wir können ja mal da oben nachgucken, ob da schon einer war. Ja, ich muss jetzt nicht mit denen los. Die SMG macht sowieso. Links war ein Funkcontainer. Oh, diese Ecke ist so scheiße. Hier links und dann rechts bis hier und dann da rechts hoch. Oh, da hat einer schon eine T4-Waffe vielleicht. Oder T3. Also mindestens T3 ist drin. Manchmal auch T4. Oder eine Schusswaffe. Ich musste jetzt nicht gegen die beiden kämpfen. Auch wenn ich die SMG dabei habe, habe ich immer noch keine gute Nahkampfwaffe. Wenn die Kappes machen und mich zusammen angreifen, ist Feierabend. Ja. Da drüben ist ein rotes Fass. Ich möchte aber zuerst lieber meinen... Na, die Tür war offen. Ich würde zuerst lieber meinen Airdrop rufen. Als die SMG aufladen. Weil, wie gesagt... Sie ist zwar ganz toll und macht auch ein bisschen Schaden, aber nichts Tolles. Von daher würde ich lieber eine ordentliche Nahkampfwaffe mitnehmen in den Kampf. Shit. Wie viel haben wir noch? Ich dachte, ich hätte da was gehört. Hier ist noch was. Ja, spätestens 2 Minuten, aber... Alles leer gelootet, alles leer und alles leer. Kappes. Hier war einer fleißig. Na gut, weiter geht es. Ich könnte aber auch mal kurz gucken. Ich brauche nicht mehr so viel. Ja, die bringen alle nichts. Die Gasgranaten sind ganz geil. Ich frage mich, wenn man im Gas steht. Your opponent just killed someone else with an axe. Ich frage mich gerade, wenn man in die Snares rennt, ja? Und dann Schaden bekommt durch Gas, wird man dann befreit? In 2 minutes, 3 crates
will spawn in the center arena. One of them has a reward. The other two will explode in your face. That's three crate money. Hier war ich schon. Ach nee, komm, wir gehen zurück. 45 Sekunden, dann haben wir unseren Boost und dann bekommen wir auch unsere Nachkampfwaffe. Weil ich habe mir mal vorgestellt, wenn man Leute in eine Trap rennt und dann da eine Gasgranate hinschmeißt, dass sie dann im Gas stehen bleiben, bis sie sich befreit haben. Someone just took a whole lot of fist. To the face. Enemy down. Das ist nicht gut. Denn jetzt 3, 2, 1, oder? Nein? Ich dachte, die Map wäre jetzt kleiner. Na gut. Unser Airdrop. Haben wir hier keinen scheiß Stock? Doch, da. Ist zwar ein bisschen risky, aber was soll's. Ist die ganze Brücke sowieso. Cyclops, bitte melden Sie sich. Wäre cool, wenn man dem Cyclops Airdrop irgendwann noch ein Fake drin wäre. Das ist nur so eine Brille. Ich weiß nicht. X-Factor? Nein, ach, X-Factor. Nein, X-Men. Cyclops, Brille. Ja. Hm. Gut, tut mir leid. So, weiter geht es. Wir bekommen einen wunderbaren Speer. Was lasse ich denn jetzt hier? Den Rucksack, würde ich sagen, weil den brauche ich nicht für die Body Armor. Aber die ist noch voll. Three crate Monty. We just added three crates to the center arena. Only one crate has an item in it. Ja, und alles andere kann ich immer noch irgendwie gebrauchen. Kurz sortieren. So. Three crate Monty. Good luck. Ja, als einzige Fernkampfwaffe habe ich halt jetzt die SMG, aber mh, na gut, geht schlimmer. Mal gucken, was wir da noch so reißen können. 1, 2, 3, 4, 5, 2 haben gar nichts. Das sind halt die Looterkönige unter den Spielern. Ja, die kommen dann immer mit den Bazooka an oder Atomschlägen, ja. Ist hier wer? Irgendwie nicht. Nummer 1. Es sind sowieso immer alle falsch, ja. Egal, was ich da mache. Müsste unten sein, oder? Ja. Nummer 2. Natürlich. Ich gehe mal kein Risiko ein. Ich baller mir mal das Zeug rein. Ich weiß, lohnt sich eigentlich nicht für 20, aber bevor man es gar nicht mehr einsetzen kann, macht es dann auch keinen Sinn mehr. So viel zu dem Thema. Rifle nehme ich mit. Ach, mein kleiner Lieblingsbusch. Ich nenne ihn Bushido. So. Und damit ist meine kleine Insel gesichert. Ich gehe aber trotzdem nochmal zurück. Ich möchte meine Gasgranate ganz gerne selber behalten. So, also haben wir jetzt eine Rifle und eine SMG für den Endfight. Und... Oh, ein Schuss. Aber zu teuer. Können wir uns nicht mehr leisten. Wo ist er da? Da kommt doch glatt noch ein Airdrop an. In der Richtung. Können wir ja mal nachgucken. Hallo? Wer auch immer du bist. Ich hätte gerne deinen Airdrop. Ah, ich höre nichts.
den jetzt abgeschossen oder nicht? Ich sneak mich mal an. Wo ist er? Ich höre ihn nicht. Ich sehe ein rotes Fass. Ich meine Waffe mit seinem Leben aufladen. Wo ist er? Sneaky Beaky? Psst. Irgendwo hier drüben. Das ist der Airdrop, den er gerufen hat. Bitte, was? Was? Wo? Wie? Warum? Geh weg. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Scheiße, ich kämpfe nicht gegen Geist. Geh weg. Ich gehe zurück zu meiner Mine. Zack. Kannst herauskommen, wenn du möchtest. Dann kämpfen wir. Nee, habe ich mir gedacht. Ich gehe weg. Ich bin mal überlegen, eine Gasgranate ist zwar ganz nett, aber ob wir da jetzt einfach mal eine... Ja, ich hoffe, ich kann diese Nebenkulisse rausfiltern. Ich habe halt nur 33, schade. Ich hätte gerne meine Waffen aufgeladen. Hohoho, hallo, junger Freund. Möchtest du kämpfen? Schön. Und Schluss. Ich nehme mir lieber die Body Armor mit. Ja, das war jetzt mit der Rifle jetzt nicht so schwer, aber ihr habt sie mir ja geschenkt. Ja, also beide Waffen. Entschuldigt bitte. Und. Oh, komm, komm, komm. In dem Busch liegt meine. Ja? Nein? Ah, oh, Mist. Ich würde jetzt auf Distanz mit ihm kämpfen. Weil mit dem Leben muss ich da jetzt nicht in den Nahkampf gehen. Schade, ist ein bisschen an meiner Mine vorbeigelaufen. Das wäre es gewesen für ihn. So, Nummer 1. Aber ich lade mich erstmal in Ruhe auf. Sollen die anderen sich mal ein bisschen kloppen? Muss ja jetzt nicht überall dabei sein. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. So, ein bisschen Body Armor wäre noch schön. Mal wieder aufladen alles. Safety first. So, schauen wir mal. Ist gar nicht so einfach, aber ein Headshot, dann ist Feierabend. Headshot, dann ist Feierabend. Shit. Schade. Wir gucken mal. Teile ich die Mine. Ich bastel mir mal noch ein bisschen HP. Ja, noch zwei Slots frei. Das war die falsche. Das wird auf mich geschossen. So, wie mache ich das? Wie mache ich das? Die in Sicherheit, dann bauen wir die hier schon mal ab, würde ich sagen. Da kommt sowieso keiner mehr rüber. Der in Nahkampf gehen will, die wollen alle Fernkampf. Oh, Entschuldigung. Die fighten. Und nicht zu knapp. Da ist einer. Ich weiß nicht, wie viele noch da sind.
Das Problem ist, die Insel ist zwar ganz gut geschützt, aber mit dieser Mitte muss ich entweder rechts oder links rein. Auf beiden Seiten stehen Fernkämpfer. Da ist einer. Na. Oh, Mist, 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 Mist. Da ist noch einer, da ist noch einer. Aber er sieht mich nicht. Er bastelt noch, er bastelt noch. Ja, ich hätte sie vielleicht auch links weiter hinsetzen können. Damit das, wenn er reinkommt, direkt stirbt. Aber hier bin ich erstmal sicher. Wie gesagt, ich habe keine Fernkampfwaffe, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe nur eine T4-Waffe. Ja, wartet. Das kriegen wir hin. Wir müssen aber hier mal ganz kurz aufpassen, dass die uns nicht erwischen. Wo sind sie? Hätte ich einen Compound oder Curveball? Recurve, würde ich da ja jetzt mitspielen. Ich hoffe die ganze Zeit, dass sie mich hier in der Ecke nicht sehen. Ich weiß nicht, wie breit mein Kreuz ist. Deswegen wird geblockt. Prügeln die sich? Tatsächlich. Ich bin auf dem Weg. Warte auf mich. Da, 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 da. Komm, einen Schlag gebe ich dir noch. So, jetzt spiele ich mit. Und. Oh, Mist, abgesnackt. Oh, Scheiße. Was zum. Scheiße, er ist in Rage. Alter, jetzt rastet er aus. Ey, ey, jetzt wird um sich geschlagen. Ich versuche dich anzuballern. Alter, der prügelt um sich. Zack! In your face und Feierabend, mein Guter. So, viele Leute haben wir gekriegt. Den einen, den hat er mir gerade noch gezockt, den ich absnacken wollte, aber macht ja nichts. Gut, meine lieben Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.